bin im Atelier von meinem Vater groß geworden. Das hat mich immer schon fasziniert, wenn ich dann auf dem Dachboden oben war und die ganzen Farben sah und diesen Geruch von diesem Terpentin und den Ölfarben oder so. Ich habe das einfach total geliebt. Wusste allerdings dann eigentlich nach dem Abitur wirklich, dass ich das machen möchte, weil ich auch ein freiheitsliebender Mensch bin. Ich wusste immer, ich will was Kreatives machen. Meine Bilder sind spontan intuitiv, aber sie sind sehr wohl durchgeplant. Weil ich habe eine Idee, was ich machen möchte, dann entwickle ich quasi ein Konzept. Wie komponiere ich das Bild? Wie setze ich die Person ins Bild? Und dann gehe ich ins Atelier und überlege mir, welche Leinwandgröße nehme ich. Dann fange ich an, erstmal zu grundieren. Ich male grundsätzlich nie auf eine weiße Leinwand. Also, und das müssen auch gar nicht die Farben sein, die hinterher in dem Bild vorrangig sind, sondern das ist einfach erstmal eine Farbkomposition. Und dann fange ich an, wenn ich jetzt weiß, was ich darstellen möchte, vorzuzeichnen. Was ich aber immer mache, ich lasse in jedem meiner Bilder, lasse ich dem Zufall großen Raum. Als ich vor über 20 Jahren nach Bayern gezogen bin, war es, wo immer ich auf der Welt war, als allererstes habe ich nach einem Atelier Ausschau gehalten und in einem wirklich ganz kleinen Dorf war ein Ladenlokal frei geworden. Das habe ich angemietet und das lag zwischen zwei Kuhställen. Und wenn die Bäuerin da ihre Kühe vorbeigetrieben hat und ich hatte im Sommer die Türe auf, dann guckten die rein, dann trabten die auch mal rein. Und dann habe ich angefangen, die zu zeichnen. Und dann kam natürlich meine Inspiration, was ist, wenn ich die groß in Farbe male. Ich mag nicht eigentlich immer das Gleiche malen, weil es mich dann selber langweilt. Also ich bin jemand, ich experimentiere auch gerne, aber ich habe immer noch Ideen für die Kühe und so lange male ich sie auch noch. Porträts sind meine Landschaften. Das ist das, wo ich mich drauf spezialisiere. Das sind einfach ganze Leben, die sich in diesen Gesichtern abzeichnen, in jeder einzelnen Falte, in den Augen. Dass es irgendwann mal diese prominenten Porträts war, kam eigentlich durch einen Zufall, dass ich das Glück hatte, den einen oder anderen von ihnen einfach persönlich kennenzulernen. Es müssen Prominente sein, die mich interessieren, die mich inspirieren, mit denen ich persönlich Kontakt habe, die mir auch quasi, die mich ein Stück weit sich auch offenbaren, weil ich muss was über die Menschen wissen. Ich kann niemanden malen, den ich gar nicht kenne. Ich habe eine Möglichkeit für mich gefunden, Landschaften zu machen, die eben einfach meine ganz persönlich eigenen Landschaften sind und muss sagen, liebe es heute. Und dann kam diese Möglichkeit der Ausstellung in Solingen in meiner Heimatstadt und dann habe ich mir gesagt, ja, zu Ehren meiner Heimatstadt male ich eine Serie Solinger Landschaften. Also die Malerei ist ein absolutes Grundbedürfnis für mich. Also ich glaube, ohne die Malerei würde ich eingehen wie eine Primel. Wenn mir jemand die Malerei wegnehmen würde,
würde ich vielleicht eine andere Möglichkeit finden, mich auszudrücken, aber ich müsste irgendeine Möglichkeit haben. Und für mich ist ein ganz großes Vorbild Maria Lasnik, die ja bis ins sehr hohe Alter, weit über 90 Jahre gemalt hat. Und ich habe immer gesagt, ich möchte mal mit 98 Jahren wie Maria Lasnik von der Leiter fallen. Und das war's dann.